So, wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder. Ist mal wieder Sonntag. Und lass uns mal eine Runde Rennen fliegen. Ich hoffe doch, es hatten alle ein schönes Wochenende. Und starten wir gleich mal mit der M50. Und hier wie geht's? Oh, hier geht's wirklich schon los. Na, das fängt doch schon wieder gut an hier. Hier fällt mir. Oh, Akro, moin moin, schön dich zu sehen. Lange nicht gehört. Wie geht's? Wird mal wieder Zeit, dass wir hier eine Runde zusammen fliegen, Junge. Ich brauche doch einen neuen Trainingspartner wieder. So mal keiner da, den ich zerschießen kann. Mit Erkältung im Bett. Na toll. Dann wünsche ich dir mal alles Gute. Dass du schnell wieder fit wirst. Obwohl, bis Freitag kann man ja noch krank bleiben. Da kann man schön einen Livestream genießen. Geburtstagsstream von Star Citizen. Oh, Tom ist auch da. Moin, moin. Ja, das glaube ich, dass du viel zu tun hast. Mal schauen, ob wir dann ab nächster Woche vielleicht auch viel zu tun haben. Wäre natürlich sehr schön, wenn alle viel zu tun haben. Ach Gott, jetzt bleibe ich doch noch hängen. Oh, was ist los? So ein Rummigimpi hier haben wir da am frühen Morgen. Wie lange hast du noch Kasse, Chris? Oder jetzt erst frisch krank geworden? Ja, danke, mach mal nicht so viel Hoffnung. Ja, aber was man so ja, liest, ja, man kann ja mal hoffen. Aber es wird wohl dann doch so kommen, wie ich mir gedacht habe, Weihnachten. Aber ich bin mal gespannt auf nächsten Freitag, was sie so bieten an Schiffen und Streams und Events. Bin ich echt mal gespannt drauf. Oh. Pünktlich zum Wochenende krank geworden. Das ist natürlich total unsexy. Achso, Akro, du hast ja wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt mal umgestellt auf Maus-Joystick-Steuerung. Und das geht massivst besser, muss ich sagen. Kann man schon gar nicht mehr vorstellen, ohne das zu fliegen. Drum wird Zeit, dass du mal wieder hier rankommst und dass wir mal eine Runde heizen können.
Ja. Schauen wir mal, vielleicht ist es ja sogar die neue oder die Super Hornet 2.0 oder wie das Ding heißt. Also auf dem Bild vom Plakat wird ja schon spekuliert, dass es das ist. Naja, ich will mir jetzt auf jeden Fall noch einen Ursa Rover kaufen und noch ein Schiff tauschen. Vielleicht gegen eine Hurricane, wenn ich das, wenn sie die anbieten. Ich habe mir diese 85X geholt und die ist eigentlich voll für den Arsch. Dual Stick? Oh, weiß ich nicht. Ob das fetzt. Na gut, sobald mal die Joysticks. Na gut, da brauchst du nicht unbedingt eine Z-Achse. Aber ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, an die Z-Achse am Joystick, das ist so geil. Ihr könnt auch gerne ins Discord kommen, Jungs. Da rede ich nicht so für mich alleine. Na, verdammt. Hast du die Seite von, oh, wie heißen die, diese russische Joystick-Herstellerfirma gesehen, Chris? Ah, die haben sogar schon so ein Bundle für Star Citizen gemacht. Muss ich dann gleich mal schauen, ob ich die Seite finde, kann ich dir das zeigen. Nee. Ich mache hier voll das Chillerinnen, alter Schwede. Könnte man mal ein bisschen Gas geben hier. Guck gleich mal, dass ich die Seite dann finde. Die haben wirklich sehr geile Joysticks da. Vor allem haben sie auch Linkshänder-Joysticks, aber leider bisher ohne Z-Achse. Und deswegen sind die für mich gerade keine Option. Jawohl, Gasen. Und Chris, irgendwas geplant für nächste Woche Black Friday zum Einkaufen? Irgendwas updaten? Ich habe schon eine böse teure Liste, um meinen ganzen Rechner abzudaten. Ich würde sagen, wir drehen noch mal eine Runde mit Nicht-Rennschiffen. Kennst du die 85X von Origin? Das ist so eine hässliche, miese Dreckskarre, muss ich sagen. Die werde ich auf jeden Fall tauschen gegen irgendwas Brauchbares. Gentlemen.
Genau, mal wieder ein paar Racks einfahren. Ich habe nämlich wieder mir eine Wendell Glaive geholt und die kostet ein bisschen was. Aber noch nicht mit Echtgeld. Also ich muss die unbedingt kapern, wenn sie irgendwann live gibt, dann muss ich die unbedingt irgendwo kapern. So, schauen wir mal, ob wir jetzt ein paar mehr Leute bekommen. Na egal. Oh, kurze Runde, die verkacke ich doch wieder, Alter. Warum auch immer. Ich habe jetzt mal letzte Woche mit den Scatterguns im Universum gespielt. Du triffst nichts mit den Dingern. Wenn du hier Pirates Swarm machst, dann ist ja alles One-Hit mehr oder weniger. Aber sobald du hier ins Universum gehst oder Wendell Swarm anmachst, dann triffst du nichts mit diesen Scheißdingern. Ich hoffe echt mal, die haben sie jetzt beide mal gefixt in 3-0. Scheiße, jetzt habe ich den Chat geguckt. Jo, diesen miesen PU auf jeden Fall. Echt mal, warum funktionieren die in einem Modus, aber nicht in allen? Das ist total unverständlich, was da schiefgelaufen ist im Code. Das raff ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Was bleibt so? Okay. Bin mal gespannt auf die neuen Waffen, die sie da so bringen. Ob das was Brauchbares dabei ist. Tom, Waldhaus und Weichentechnik musste da reinziehen. Das ist schöne Schranzmucke. Platzt dir der Schädel, Junge. So, machen wir mal ein Truck Race, würde ich sagen. Hm.
Mit Wald auf jeden. Bitte schön. Ah, okay. Die Repeater sind überarbeitet worden. Naja, schauen wir mal, was wir rausspucken dann. Auf jeden Fall haben sie ja das Naming angepasst von den Dingern, damit man auch weiß, was S3 und S2 und sowas sind. Oh, komm schon, Star Citizen, nicht so einen Scheiß hier machen, Alter. Hier, Chris, einloggen, du siehst, ich brauche Spieler. Also, gib ihm. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin mal auf neue Rennstrecken gespannt, das wäre auch geil. Was denn? Ist ja nur ein Rennen aktiv gerade, oder was? Die Mischung ist jetzt gut. Besser als gestern. So, hier. Truck Race. Was? Händel 999. Okay. Wieso gibt er kein Gas, Alter? Naja, leider noch nicht. Aber was ist, kann ja noch werden. Die sollen jetzt erstmal ruhig ihre Tools fertig bauen, damit sie uns dann schön zubomben können mit neuen Features. Was dann nach 3.0 kommt. Ich fliege hier mit dem LKW rum und bin immer noch Erster. Was ist hier los, Jungs? Na gut, Jonas Martun scheint noch nicht so lange zu fliegen. Aber wir haben ja alle mal angefangen. Excellent. Oh ja, das wird auf jeden Fall lustig, was man so bisher an Videos sieht von den ganzen Leaks. Wenn sie dann jetzt bei ihren 60 Spielern bleiben,
Dann kommt das bestimmt gut. Und bei den Performance-Verbesserungen. Wir sollen aber beide mal meine Reclaimer startklar machen. Ich muss hier alles wegrecyceln. Mit Spieler oder ohne Spieler. Was mich auch sehr interessiert, ist ja die ganze Geschützturmtechnik, die sie hier machen, wie das funktioniert dann. Das ist natürlich sehr geil auch. Ja, muss anständig laufen, das stimmt. Aber wie, ich frage mich dann, wie sie das machen, ob sie diese Blades, also diese Server Blades, die da in-game gebraucht werden, ob man die irgendwo nur kaufen kann oder ob man die dann auch herstellen kann oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall mal interessant. Kein Jäger. Stopp, 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 stopp. Ja, das stimmt. Was man so sieht, ist mächtig gewaltig. Aber ich muss mal kurz ein neues Schiff hier spawnen. Ich habe keinen Boost mehr. Mächtig gewaltig, was sie da umbauen. Ich verstehe auch nicht das ganze Rumgeheule. Wie lange ist das Spiel jetzt in Entwicklung? 5 Jahre. Bei anderen Herstellern kriegt man in 5 Jahren überhaupt nichts zu sehen. Die sollen das mal schön gemütlich richtig machen alles. Und nächste Woche soll ja dann auch noch so Hauptfeature im Stream, soll ja Squadron 42 sein. Bin ich echt mal gespannt, was sie da bringen. Jo, habe ich auch gesehen, gehört. Naja, jetzt müssen nur noch die ganzen Shop-Items funktionieren, die Missionen und so weiter. Achso, ich habe halt gelesen, dass es, oder bei, auf der Homepage haben sie auch gesagt, dass es noch nicht so richtig rund läuft. Da was missverstanden. Im letzten Around the World haben sie doch sowas erzählt. Jo, das stimmt. Von Squadron 42, da fehlt noch mächtig alles. Aber ich denke mal, das wird genauso geil wie der Rest vom Spiel. Wenn nicht sogar noch besser mit den ganzen Videos, die sie so produziert haben.
Oh ja, auf jeden Fall, Chris. Und was dann natürlich als nächstes interessant wird, das ganze Crafting. Wie sie das dann implementieren. Dass man nicht nur Zeug kaufen kann, sondern auch noch Zeug selber herstellen kann. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Fehlt mir schon wieder der Flügel. Was ist da los? Schon wieder kein Boost mehr. Dann müssen wir hier mal kurz durchfliegen und ein neues Schiffchen holen. Excellent. Ich muss nächste Woche mir unbedingt meinen Schreibtisch bauen. Der Joystick, der hat noch nicht so richtig Position. Na gut, dann denken wir hoffen. Aber trotzdem, lass mal hoffen, dass nächste Woche wenigstens die Concierge eingeschaltet werden. Weil laut Scheduler sind jetzt nur noch Bugs. Na gut, Bugs sind natürlich genauso übel, aber egal. Also ich denke mal, die können jetzt echt nicht länger das schleifen lassen. Und fertig! Truck Race gewonnen. Turin, okay. Aha, komm schon, werd fertig hier. Naja, haben sie ja geschrieben, irgendwie 190. Oder so. Und dann noch. Also noch genug zu tun auf jeden Fall. Und Tom, hast du Weithausen Weichentechnik gefunden? Yes. Oh, freue ich mich schon, den ganzen Rechner umzubauen. Mal den alten K2600 raushauen und dann mal einen 8700er reinmachen. Wovor es mich auch schon wieder graut, dass denn diese ja, waren das nicht sogar noch mehr Patches, die der Avocados bekommen?
Was fliegt man denn jetzt mal? Saber Comate. Ah ja, die K2I. Die geht auf jeden Fall richtig gut. Aber die ist zu hoch für Start-Zieltunnel. Die musst du mal auf der Seite drehen, sonst zerschepperst du da instant. So. Ah, man hängt also in der Decke, ist das nur, okay. Sieht aber schon fett aus, die Kiste. Meine Fresse. Aber seht ihr das? Ich stecke hier voll in der Decke fest. Na, müssen wir erstmal ein bisschen runter hier. Scheiße. Ich saß noch, das Ding ist hier jetzt hoch. Oh mein Gott. Du bleibst überall hängen mit dem Ding. Das Ding ist einfach natürlich viel zu hoch. Das Cockpit hier müssen sie auch unbedingt überarbeiten. Das ist ja so unübersichtlich mit diesen zwei fetten Balken da. Was sind wir denn? Vierter. Ja, hängen wir ein bisschen fest. Ja, das ist auch überhaupt nicht geeignet zum Racen, aber du hast ja gesehen, man gewinnt doch mit einer Cutlass. Jetzt haben wir gerade Spieler dabei, die das einigermaßen können. Ich fliege das Ding wie so ein Racer. Geht natürlich nicht, weil die Karre eine ganz andere Form hat. Aber wendig ist das Teil wie Sau. Unglaublich.
machen wir uns mal quer, da sind wir nicht so groß. Ah, wird da mit der Spitze hängen geblieben oben. Ich wurde überrundet. Lässt sich sehr, sehr geil fliegen, das Schiff. Hier wird's Fenster. Aufwachen! Nein! Wir haben es kommen sehen, Jungs. So, erstmal noch herzlich willkommen an alle anderen im Stream. Hello, welcome to the Nerd Show. Wieder mit der Spitze hängen geblieben. Wann lernen wir es denn? Habt ihr auch noch ein Rennschiff rausbringen? Das wäre ja interessant. Jo. Dann alles Gute. Gute Besserung. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder im Spiel. Puh, ist es vorbei. Sehr schön. War ich langsam mit der Kiste. Egal. Aber noch 1000 Rex. Besser als nix. Oder? Eigentlich könnte man sich mal noch eine 350 holen. Oder was sagt ihr dazu? Jo, ciao Chris. Und man riecht sich. Thank you.
So, jetzt haben wir in unserem kleinen Ferrari. Are you ready to fly? Voila, Sana. Gib ihm. Oh, Alter, was ist denn jetzt hier los? Ganz schön viele Leute am Start. Gefällt mir. Das war scheiße. Der ist ganz schön flott unterwegs da vorne, meine Fresse. Ah, nicht so einen Fehler machen, Hoff. Okay, lassen wir uns nicht hetzen. Kriegen wir schon noch den Kollegen vielleicht. Here we go. So guys, what's up here? Also irgendwas mache ich noch massiv falsch, wenn der andere 1,55 geflogen ist vorhin. Okay, das war schon mal nicht gut. Bietzende. Ja. Schon Dreh. Aber ich muss doch naschen. Schon Dreh.
Und dann setze er sich dorthin. Der Tom war auch schon hier. Ah. Auf der anderen Seite vom Internet. Ja, klaue er sich. Millionen. Ach ja, Shabubidu. Ist tatsächlich so ein richtig guter Flieger noch dabei. Verdammt. Er packt mir so ein hässliches Schild hin. Geh weg. Bin ich auch noch ausgenockt. Hallo. Ich glaube, ich mache da nachher noch Gran Turismo noch eine 4-5 Stunden Lobby auf. Jawohl, eine Runde am Rad drehen. Looping! Das war knapp. Ich überrunde ja gleich was. Come on! Bukan, hier bin ich euch auch schon lange nicht mehr geflogen. Könnte man nicht danach mal machen. Ja, noch nicht ganz. Nur kurz vorm Abkacken. Zweiter. Oh, 20 Sekunden langsamer als der erste. Jean Dreux. Hat mir einmal Flügel abgebissen. Was Ian Emanuel Sörensen? Das ist wohl ein Schawede. Nach Orange schnüffelt das. Weil das Orangenlikör ist. Nee, aber trotzdem 40 Volt. Nachschau ich hinmachen. Nee. Hallo Tim Nakapau. Hi. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber schön, dass er hier eingetrudelt ist. Jo. Tim, German, English? Ja. Ich probiere jetzt mal die Buccaneer. Mal gucken, wie die geht. Im Racing. So, ich wollte auch mal einen rauchen. Wo ist ein Raucher retten? Ja.
Zündstoff. Oh, danke. Oh, oh, hier ist voll. Da kann ich jetzt nicht rauchen. Oh, das war lustig. Und vor allem eng da vorne. Oh, danke schön. Wow. Das leckt ein bisschen. Er ist schon wieder gegangen. Also für so ein Kampfschiff macht sich das Ding gar nicht schlecht. Oh nein! Das sah so gut aus. Hä? Was ist los? Hä? Jo. Wessen Frau? Was? Jessica? Hallo Jessica, möchtest du die Frau vom JDM Tom werden? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Kein Ding. Jo, bitte schreiben Sie Ihre Gedanken dazu in die Kommentare. Nicht schlecht. Warte, ich gebe dich mal wieder zurück. Kann ich übermitteln? Guckt die da jetzt auch zu, oder? Hast du das jetzt gesehen? Jessica, wenn du das jetzt siehst, sag was. Da feiert sich gerade eine soziale Anwendung. Ich höre ein bisschen erlachen, Alter. Niemals! Oh. Niemals hätte geschehen. Tom sieht schlecht aus. Hallo Jessica. Aber er ist doch so nett. Ich würde mir das nochmal überlegen. Das feiert sich schön. Kann man schon machen, ja. Niemals. Ah, schön. Ja, da ist Jessica verdammt. Riemekasten. Riemekasten. Oh, ich rauche schon wieder und fliegen ist doch ätzend, Alter. Rolandier!
One. Go. And a clean little chance to get. You are leading. Look at that precision flying. Checkpoint. There are no guarantees in checkpoint. This race is starting to look like a sure thing. Checkpoint. Ah, bleibt mir schon wieder hängen, verdammte Axt. Jetzt musst du uns noch erklären, warum nicht. Was ja los ist am frühen Morgen. Tja, Tom, schade, dass es nicht geklappt hat, aber so ist das manchmal. Minuten 30. Was mache ich hier noch falsch, Alter? Was mache ich hier 30 Sekunden falsch? Sowas zum Beispiel. Ja. Wunderschönen guten Abend, wer da zugeschaltet hat. Ich hoffe, RCS hat ein schönes Wochenende. Und liegt nicht krank im Bett wie der Chris. Das war knapp. Final lap.
Iha, abtauchen. Here we go now, here we go now. Wo kommt man hier noch durch? Okay, da haben wir es wieder ein bisschen übertrieben. Fasten. Ah, Mist, das hatten wir noch gehabt. Na egal. Ich glaube, wir haben genug Vorsprung, damit wir das mal ausbügeln können. Wow, mieses Ding. Hat sogar keine Lust mehr. Schade, so wird er nicht besser. Rolandier, wenn du das siehst, weiterfliegen. Fertig. So, Freunde der Nacht, das war die letzte Runde. Ich danke euch fürs Zuschauen und denke mal, nächsten Wochen Sonntag spätestens sehen wir uns wieder. Wünsche noch schönen Abend und Rinja hauen.